Jimmy Jacobs gegen The Tremendous One, Emil Sitocci. Und beides Männer, die schon seit vielen, vielen Jahren in der WXW aktiv sind. Sitocci seit den ersten Shows mit dabei. Und ja, manche Dinge auf dieser Welt ändern sich nie. Emil Sitocci war schon immer arrogant und selbstverliebt und ist es immer noch. Und Jimmy Jacobs, ja, den haben wir hier bei der WXW das erste Mal anno 2003 gesehen, als er sich auch im Winter den World Title sichern konnte damals. Eine lange Fehde gehabt mit Alex Shelley hier drüben und vor allem in den USA, wo der Titel mehrmals hin und her gewechselt hat. Beides, also definitiv Männer, die für WXW stehen und Repräsentanten waren in Form von Titelträgern in der Vergangenheit. Und ja, was für eine Art Mensch ist Jimmy Jacobs? Jemand, der zu einem Film zum Ring kommt, das aus dem Schweigen der Lämmer ist, ein Song, zu dem im Film der Mörder herumtanzt. Ja, das ist die Art und Weise von einer Person, die Jimmy Jacobs ist. Und mit genauso einer Aggression wie ein Psychopath legt er hier in der Ecke los. Und das Publikum, sie erinnert sich natürlich an die guten alten Zeiten. Die Hass haben wir hier gehört zu Beginn des Matches. Aber Jimmy Jacobs inzwischen viel, viel ernsthafter unterwegs als damals noch. Und all die Jahre des Wrestlings haben natürlich ihren Tribut gefordert bei Jimmy Jacobs. Wenn wir uns sein linkes Knie genau anschauen, da trägt er eine dieser Knieschienen, die mir auch mehr als nur gut bekannt sind. Ja, Kreuzbandrisse, die hatte Jimmy Jacobs auch schon in seiner Karriere. Und wir werden abwarten müssen, ob das hier vielleicht eine Schwachstelle wird, auf die Emil Sitocci losgehen wird. Aber jetzt gerade eben konzentriert er sich eher auf die Midsection von Jacobs. Whipping in die Ecke. Schöne Sequenz von Jacobs, wie er hier die Boots an Sitochis Kopf bringt. Steigt aufs Top Rope. Oh, und fliegt aus dem Ring heraus. Das muss man Sitocci lassen. Arrogant mag er sein, aber schöne Manöver zeigt er. Oh, wie diesen High Cross Body. Schön, aber nicht effektiv. Fall geht daneben. Jacobs nimmt den Anlauf. Flipping Senton über das Top Rope. Und diese Sprechchöre muss man einfach im Original stehen lassen. Da sagen es die Fans, Stop X Stop. Und genau das hier ist, was WXW ausmacht. Diese Art der Nähe zum Publikum. Hier gibt es keine Barrikaden, hier gab es noch nie Guarding Rails. Nein, hier fliegen die Leute dir direkt vor die Füße, direkt auf den Schoß. Und Jacobs, sehr, sehr aggressiv in der Ecke. Chop gegen Sitocci. Das Publikum fordert noch ein. Und der Klatsch genauso gut. Da fliegt der Glitter von der Brust. Jacobs nimmt Anlauf. Aber Sitocci weicht aus. Nur auf dem Top Rope. Abgefangen. Old school. Einfach nur simple, but effective. Der Schlag in den Magen und da überschlägt es The Tremendous One. Harte Strikes von Jacobs, der hier seinen ganzen Arm ausnutzt. Nicht nur die Fäuste, sondern auch die Ellbogen. Dusty Rhodes wäre stolz. Clothesline trifft nicht. Atomic Drop. Vintage Sitocci mit dieser Kombination Atomic Drop und dann die Clothesline hinterher. Sehr gut, wie Sitocci hier auch den Arm fixiert beim Cover, aber nur die zwei. Ja, und wo wir vorhin ein Qualifying-Match gesehen haben für 16 Karat, da ist das hier doch auch definitiv so etwas wie ein inoffizielles Qualifikationsmatch. Derjenige, der hier siegreich aus diesem Kampf hervorgeht, kann sich sicherlich auch in das Interesse des Matchmakers Kohlenberg bringen und empfehlen für einen womöglichen Slot in diesem Turnier, was uns in wenigen Monaten ansteht. Sehr, sehr interessant, wie Emil Sitocci hier sein Hinterteil einsetzt. Ich habe von Jacobs gesprochen, wie er seine Arme benutzt und
jeden Teil seiner Arme, aber Emil Satoshi, der benutzt jeden Teil seines Körpers hier mit diesem, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, Butt Drop und nun seine sehr gut trainierten Beine. Und da wirkt der Jacobs mit der Kette und der Ringrichter Rainer Ringer geistesgegenwärtig. Sieht er, was für eine Illegalität hier vonstatten geht. Sehr geschickt von Satoshi, greift in den Sitting Abdominal Stretch über. Und da die Ellbogenstöße in die Rippengegend. Das ist natürlich sehr, sehr effektiv, wenn die eh schon überstreckt werden in so einem Abdominal Stretch ähnlichem Hold. Aber da ist noch viel zu viel Kampfeswillen in Jimmy Jacobs. Satoshi setzt jetzt an zum Suplex. Hält ihn auch. Vertical. Lange gehalten. Was für eine Kraftdemonstration von Satoshi. Jacobs versucht sich zu befreien, gelingt nicht. What goes up must come down. Und so ist es auch bei diesem Suplex. Schmerzverzerrtes Gesicht bei Jacobs. Aber nur der One Count. Kickout mit Autorität und Jacobs zeigt es seinem Gegner hier. Ich bin lange noch nicht fertig. Ich bin lange noch nicht erschöpft. Das Publikum feiert ihn, peitscht ihn nach oben, versucht es zumindest. Reversal von Jacobs. Jesus Lariat! Neckbreaker, sehr schön abgewandelt und modifiziert von Jacobs, aber nur der Two-Count. Und da sehen wir es, was für einen Unterschied es macht, die Fans auf der Seite zu haben oder nicht. Jacobs sichtlich angestachelt von den Chants. Sehr, 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 sehr schöne Strikings, die er hier ins Ziel bringt. Up and over. Satoshi taucht unter und fängt ihn ab zum Fireman's Carry. Und Brokeback Mountain abgelegt. Dieser Knee Drop aufs Knie. Vintage Emil Satoshi. Und neben mir hier der TV Superstar Carsten Beck, gerade eben noch siegreich im Fourway. Und jetzt scoutet er seine möglichen Gegner für zukünftige Matches. Carsten, Gratulation zu diesem Sieg. Danke. Das scheint alles zu sein, was der heute etwas wortkarge TV-Superstar zu sagen hat, während Jacobs diese sehr, sehr effektive, ja wie soll man es nennen, Körperschlinge angebracht hat. Mit den Beinen und mit den Armen übt er hier den Druck aus, aber oh, wird fast hier auf den Kopf geworfen, landet auf dem Apron. Und beide Männer nutzen hier die kurze Auszeit zum Verschnaufen. Satoshi mit dem Suplex. Nein, gelingt nicht. Klingt der Suplex nach außen. Oh, beide auf dem Apron. Sehr, 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 sehr gefährliches Pflaster, wo sie sich hier schlagen. Prekäre Situation. Und da sag ich's. Und da seht ihr, wie prekär das ist. Einmal nicht aufgepasst und sofort rutschst du aus. Natürlich der Apron. Der ist vielleicht 10, 15 cm breit. Schlagabtausch von den beiden. Jacobs mit der Oberhand. Satoshi blockt. Superkick. Shit! Und Satoshi landet da ganz unangenehm mit dem Rücken auf dem Apron. Und man kann es nicht oft genug sagen, dieser Apron, der härteste, der massivste Teil des gesamten Ringes. Eine Landung dort tut nochmal so viel mehr weh wie auf der leicht gefederten Mitte des Ringes. Jacobs nun auf dem Top Rope. Und soll das, was wird das? Der Double Footstorm? Oh nein, die Santon Bomb von Jacobs. Damit hat er schon ganz andere Kaliber besiegt. BJ Whitmer zum Beispiel in dem legendären No-Rope-Barbwire-Match, was die beiden hatten. Aber hier nur gut genug für den Two-Count. Und jetzt will es Jacobs wissen. Ansatz zum Contra-Code. Aber ausgehoben von Emil Satoshi in diesen modifizierten Stunner. Two Count, nur die Spider Stunner ist nicht genug. Ein Emil Satoshi ist nämlich doch kein Steve Austin. Und Jacobs, ja, er greift sich hier an das Knie mit dieser Schiene. Richtet die Schiene. Ja,
Diese Probleme hatte ich auch immer mit diesen Dingern. Die fallen dir leicht mal ab und du verlierst das Gleichgewicht. Aber jetzt sitzt alles wieder bei Jacobs. Nimmt Anlauf, wird hier abgeblockt mit dem Elbow Drop. Beine laufen aneinander zu. Schöner Cutter von Jacobs. Wow, sehr schön eingesprungen vom Second Rope. Ansatz, das ist der Contra Code. Up, up, down, left, right, left, up, up, down. Aber weder noch. Tombstone, Pile Driver, Spanning, Tombstone, Pile Driver.